Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. So setzen Sie unsere Signale direkt um. Wir möchten Ihnen ein Beispiel geben, wie Sie unsere Signale auf der Long-Seite, sprich auf der Kaufseite, direkt und am schnellsten und am sichersten umsetzen. Gehen Sie davon aus, dass wir unter Umständen in US-Dollar-Yen einen Long-Trade versenden und Sie kriegen folgende Meldung. US-Dollar-Yen, long at the market, aktuell 1,0180, Stop-Loss 1,0155. Was ist zu tun? Sie sehen, das Muster wiederholt sich wie auch bei der Short-Seite. Letzten Endes gehen Sie auf Ihr Handelsfenster. Sie möchten es vielleicht ein bisschen in die Mitte rutschen. Sie überprüfen als erstes, wie üblich, die Handelssumme und gehen den Long Trade ein. Dafür müssen Sie, falls das Two-Click-System bei Ihnen aktiviert ist, müssen Sie das Handelsfenster aktivieren und Sie gehen hier auf die Kaufseite. In dem Fall habe ich einen bisschen besseren Kurs bekommen und der erste Blick gilt natürlich dieser Zeile, dass Sie überprüfen, erstens, dass Sie gekauft haben, weil Sie wollten ja long gehen, dann die Handelssumme, dass die stimmt, dann das Währungspaar und dann der Kurs. In diesem Fall ist er marginal von der 1,0180 entfernt, wo ich eigentlich long gehen wollte. Wie schon vorher erwähnt, bei dem Real Money Account würde ich Sie bitten, dass Sie diese Meldung ausdrucken und sich einen Ordner anlegen und dort abheften. Aber in dem Fall ist das schon in Ordnung. Sie müssen diese Meldung schließen. Ansonsten können Sie nicht fortfahren, weil die Saxo Bank möchte, dass Sie aktiv diese Meldung schließen. Ansonsten haben Sie diese Meldung ja nicht gelesen. Gut, wir schließen diese Meldung. Was ist jetzt weiterhin zu tun? Es ist ganz einfach. Wir überprüfen noch einmal, weil ein Blick oder ein weiterer Blick kostet ja nichts. Wir schauen uns einfach nochmal den Trade an in unserem Fenster Positionen. Und hier steht auch US-Dollar-Yen, der ist offen und wir sind long bei 101,79. Wenn wir ihn schließen wollen würden, dann müssten wir leider 80 bezahlen. Das heißt, wir hätten einen kleinen Verlust gemacht. Und wir geben jetzt wieder einen Stop-Loss ein. Gehen Sie also bitte auf das rote Symbol in der Zeile oder in der Spalte Stop. Klicken Sie einfach drauf und wir haben ja gesagt, bei 101,55 werden wir den Stop-Loss setzen. Die Handelssumme ist schon automatisch eingetragen, weil das ist eine Position-Related Order, die nur für diese Position eingetragen wird. Von dem her weiß das System ganz genau den Betrag, den Sie eingeben wollen. Sie können den Betrag aber natürlich auch abändern. Kommen wir aber zum Preis oder zu dieser Zeile Preis, wenn Sie den Stop-Loss eingeben wollen. Und Sie klicken einfach einmal hinein und geben 101,55 ein. Sie klicken einfach drüber. Sie brauchen nichts weglöschen. Ja, tippen Sie einfach drüber und sagen Order platzieren. Der wird Sie nochmal fragen, ob das so für Sie in Ordnung ist. Und falls Sie das überprüft haben und das ist in Ordnung, dann gehen Sie auf OK. Sie bekommen eine weitere Bestätigung. Sie überprüfen, ob diese Zeile wieder richtig ist. 1 Million, dann das Limit und dieses GTC, was sich manche immer fragen. Ich highlighte es mal. GTC heißt übersetzt oder im Originalen Good Till Cancel, was so viel wie solange Sie keinen Widerruf leisten, wird diese Order weiterlaufen. Zudem haben Sie vom Front Office eine Ordernummer und ich würde Sie bitten, beim Real Money Account, dass Sie also quasi hier auf Drucken gehen
und dann auch dieses Dokument abheften. Ansonsten gehen Sie einfach auf Schließen und dann ist die Sache für Sie abgeschlossen. Sie sehen, es ist keine große Sache, eine Position einzugehen und es sind wenige Mausklicks, von dem her haben Sie keine Befürchtungen, arbeiten Sie sich aber trotzdem ein. Worauf ich noch hinweisen möchte ist, was noch passiert ist, nachdem Sie Ihre Stop-Loss-Order eingegeben haben. Dieses rote Zeichen ist jetzt verschwunden in der Spalte Stop und es ist Ihr Limit eingetragen worden. Zudem haben Sie, genauso wie auch bei der Short-Position, haben Sie ein rotes Zeichen im Chart eingezeichnet, sodass Sie optisch gekennzeichnet haben, wo Ihr Stop-Loss im Chart vorhanden ist. Sie können natürlich den jederzeit verrutschen und das sollten Sie aber nicht machen. Ein Stop-Loss, der einmal gesetzt worden ist, der bleibt dort manifestiert und es gilt nicht, einen Stop-Loss zu setzen und ihn dann zu versetzen. Aber gehen wir von dem Fall aus, Sie wollen jetzt glattstellen, dann rutschen Sie einfach Ihr Positionsfenster wieder in die Mitte. Und wir sind ja jetzt leicht im Plus, also zumindest ein Pip. Und Sie klicken Ihre offene Position an. Und Sie haben jetzt mehrere Möglichkeiten, um genau zu sagen, 5 Möglichkeiten, um die Position zu schließen. Ich würde Ihnen aber nur eine ans Herz legen, das ist die einfachste. Sie haben hier auf der Unterseite links, haben Sie das, den Button Position schließen und den brauchen Sie dann, wenn diese Position markiert ist, brauchen Sie nur noch anklicken und dann schließt sich die ganze Sache. Aber zuvor müssen Sie noch einmal aktivieren, zumindest beim Two-Click-System. Beim One-Click-System nicht. Sie gehen auf Aktivieren. Erst dann wird der Button Position schließen hier aktiv. Und Sie klicken drauf und kriegen eine Handelsbestätigung und eine Löschungsbestätigung. Die Löschung oder die Stornierung ist für die Stop-Loss-Order, weil die Position nicht mehr besteht, weil Sie die geschlossen haben und das sagt auch die Handelsbestätigung. Von dem her sind Sie jetzt glatt auf aller Ebene und Sie können beruhigt dieses Fenster ausdrucken bzw. dann auch wieder schließen und Sie sehen auch selber, dass Sie keine Positionen mehr hier verzeichnet haben in dem Fenster offene Positionen und Sie können mehr oder weniger beruhigt sich zurücklehnen. Jetzt ist Ihr Geschäft abgeschlossen und von dem her fängt ein neues an. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben, wie Sie eine Long-Position aufmachen konnten, wie Sie sie absichern und anschließend dann auch wieder schließen können. Es waren nur wenige Mausklicks. Sie müssen nicht immer dabei sein. Wir passen auf Ihre Position auf und von dem her warten Sie auf unsere Nachricht. Und wir benachrichtigen Sie auf aller Ebene, so gut es uns möglich ist. Bis zum nächsten Video, Ihr Daniel Fehring.